Und da sind wir denn auch schon live, ungeschminkt und in Farbe. Das ist wunderschön. Mit dem Trailer hat es schon alles gesagt. Herzlich willkommen zum allerersten SAS Foundation Talk im Jahre 2022, in dem wir genauso digital affin sind und immer gerne wieder live streamen, wie das in den letzten zwei Jahren auch so ist, und es wird auch so bleiben, davon sind wir relativ sicher. Ich habe heute äußerst tolle, interessante, spannende Gäste, die, glaube ich, in Berufen unterwegs sind, von denen viele träumen und sich wünschen würden, sie wären genau dort, wo meine Gästinnen denn heute auch sind. Und wie hübsch das ist, aber auch wie anstrengend, wie schwer das ist, was diesen Beruf ausmacht, was diesen Beruf hart macht, aber trotzdem schnuckelig liebenswert macht, werden wir denn heute, glaube ich, hier erfahren. Und Sie sehen es, es ist bei uns Bianca Hein, Maren Knieling, Sandra Pfister und Michael Harz von der SAS Foundation, den ich jetzt hier auch begrüße, der jetzt am Anfang vielleicht mal alle, die zum ersten Mal, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber zum ersten Mal einen SAS Foundation Talk ansehen, mal kurz erzählen kann, was ist die SAS Foundation. Und wir haben ja schon viele virtuelle Saarlandbüros und alles gehabt, und jetzt haben wir drei livehaftige Saarlandbotschafterinnen. Das ist dann vielleicht ganz hübsch, wenn er des Rätsels Lösung uns ergibt, für die, die es nicht wissen. Was ist denn das? Ein Saarlandbotschafter. Und ich sage herzlich willkommen, Herr Harz, und die Welt gehört Ihnen. Ja, Herr Burgler, herzlichen Dank für die Einführung. Gerne erläutere ich die Arbeit unserer Stiftung SAS Foundation. SAS Foundation steht für Saarländer helfen Saarländern weltweit. Es geht uns als Stiftung darum, dass wir die Vorzüge des Saarlandes als Wirtschafts- und Forschungs- und auch als Lebensstandort weltweit entsprechend präsentieren in 193 UN-Staaten. Wir haben bisher in über 44 Länder Saarlandfreunde gefunden. Diese Saarlandfreunde organisieren sich in virtuellen Saarlandbüros und überlegen, was sie ehrenamtlich für das Saarland tun können in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport, also sehr breit aufgefächert. Uns geht es darum, ein persönliches Netzwerk aufzubauen von diesen Saarlandfreunden, die die Vorzüge entsprechend präsentieren. Und allen voran in diesem Netzwerk haben wir gemeinsam mit der saarländischen Landesregierung ein Netzwerk geschaffen, eine Private-Public Partnership in der saarländischen Landesregierung, die das Netzwerk der Saarlandbotschafter mit uns gemeinsam ins Leben gerufen hat. Die Initiative besteht seit 2001 und jedes Jahr ernennt der Ministerpräsident des Saarlandes neue Saarlandbotschafterinnen und neue Saarlandbotschafter. Und wir gehen dazu das Jahr über immer in Klausur, überlegen, wer könnte in diesem Jahr neuer Saarlandbotschafter werden. Die Aufgabe eines Saarlandbotschafters ist, dass er quasi auch die Vorzüge des Landes in seinem Bereich beruflich vielleicht oder auch privat, wenn er das ein oder andere private Hobby pflegt, dem nachgeht, entsprechend so präsentiert, dass jemand auch Lust bekommt, mit dem Saarland und mit seinen Leuten in Kontakt zu treten. Und ich denke, wir haben heute hier mal eine schöne Auswahl getroffen von Saarlandbotschafterinnen, die alle im Bereich Film und Fernsehen unterwegs sind. Und ich freue mich schon auf die einzelnen Beiträge und dass jede der Saarlandbotschafterin ihre Sicht der Dinge in ihrem beruflichen Umfeld mal erläutert, was das vielleicht für Saarland auch heißt. Das wäre so meine Idee. Aber ich bin gespannt, was der Herr Burgler jetzt entsprechend weiter moderiert. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Burgler, für diesen Wortbeitrag.
vielen Dank, dass Sie mich mit der letzten Aussage sowas von unter Druck setzen. Ich kann zwar so nicht arbeiten, aber ich werde jetzt mal mein Bestes dementsprechend versuchen. Und vielleicht, Sie haben Film und Fernsehen gesagt, wir haben natürlich, und das freut mich natürlich auch mit der Frau Pfister, eine Frau des Radios. Und ich glaube, Radio ist das ältere Medium als des Fernsehens. Weiß nicht, ob es Radio schon vom Kino gab. Ich merke gerade, ich habe eine Wikipedia-Lücke. Oh Gott. Ja, Mut zur Lücke. Wir werden das nachher alle googeln und als Preis ausschreiben. Es gibt einen SAS-Dauerschreiber zu gewinnen. Ein Dauerschreiber gibt es nur im Saarland, einen SAS-Kugelschreiber zu gewinnen, den Sie sich dann beim Herrn Harz abholen können. Ich blende die Adresse anschließend ein. Ja, nee, das ist nicht alle Medien und ich glaube, es ist auch spannend, weil, und wir steigen vielleicht mal kurz in die einzelnen Vitas kurz ein, bevor wir immer in die Historie blicken, finde ich es spannender, auf heute und auf morgen zu sehen, aber das ein oder andere sollten wir uns denn doch ansehen und ich zitiere mal ganz kurz und ich nehme jetzt einfach, ich beginne mal mit Ihnen, Frau Hein, weil Sie sind jetzt chronologisch direkt neben mir. Ja, das ist schon... Ja, genau. Das ist ganz hübsch. Sie haben 1995 Folkwang Hochschule in Essen Schauspiel, Gesang und Tanz studiert. Ist ganz spannend. Vielleicht reden wir noch kurz drüber. Sie haben alle, was Sie studiert haben, getan haben, weil ja angeblich der Trend in der heutigen Zeit dank Privatsender andere so ist, dass es immer mehr in Ihrem Beruf gibt, die nichts studiert haben, die sich als Naturtalente fühlen oder eigentlich auch nur noch Formate scheinbar machen. Das ist eine kleine provokante Frage, wo man vielleicht auch gar nichts braucht. Vielleicht können wir uns noch kurz über Vorteile, was ist A, wie hart ist so ein Studium? Es gibt ja die übelsten Gerüchte, wie es an solchen Schauspielschulen abgeht, bei Emotionaltrainings oder anderen Dingen, finde ich immer ganz spannend. Oder als Sie, die Frau Knieling, war an der Hochschule für Fernsehen und Film München, das ist ja auch eine sehr renommierte Kampfeinheit. Und bei der Frau Pfister wird es eigentlich spannend. Neueste Geschichte, Volkswirtschaftslehre, Romanistik, Germanistik, ja, in Freiburg, in Aix-en-Provence, Düsseldorf, Brüssel und so. Und dann landen Sie beim Radio, ja, weil eigentlich, Sie haben ja das schon für uns alle fünf studiert. Da hätten wir ja gar nichts mehr tun müssen mit den vielen Fächern. Das ist alles eine tolle Geschichte und ich fange mal einfach... Nehmen Sie mal jetzt etwas größer. Ganz spannend ist, dass Sie ja eigentlich schon während dem Studium die Chance hatten, am Theater zu schauspielern. Wenn ich was Falsches sage, stupsen Sie mich sofort. Ja. Ja. Und Sie waren dann am Grenzlandtheater in Aachen. Sie waren in Frankfurt, Nürnberg, Fürth, Köln. Wie man das sich so vorstellt, wenn Schauspieler das Theater lieben und auf Tour gehen. Und dann kam 2000 schon die erste Dreherfahrung, hat man mir hier mitgeteilt, mit Unter uns, mein Chef und ich, verliebt in Berlin. Und dann, was Ihnen, glaube ich, bis heute jeder Sie kennen wird, Sie haben 12 Jahre als Kriminalhauptkommissarin im Krimi-Klassiker Soko München. 12 Jahre Kriminalhauptkommissarin, haben Sie ja im öffentlichen Dienst schon einen Rentenanspruch. Ja, mit 13, ja, gut, dann machen wir das weg, das ist ja alles Quatsch. Wenn ja. Sie schon die Zahl sagen, ja. Ja, okay, gut. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das doch kurz, um Zeit zu kommen. Ich habe dann natürlich unvorbereitet, wie ich bin, was gefunden. Und zwar, das ist ein kurzer Trailer von Das Allzug. Das ist, glaube ich, auch Soko München. Ja, und dann schauen wir mal die Frau Hein lange in Aktion her, an. Nee, ja, gut, das ist lange her, ich weiß nicht, wo sie es ausgegraben oder wann, aber es ist schon einige Jahre her, ja. Das Internet vergisst nichts. Aber es muss einen Grund geben, warum Sie das ausgesucht haben. Ich bin sehr gespannt. Jetzt, Sie sind die erste Frau, die mir bewusstes Handeln unterstellt. Das ist eine sehr spannende Perspektive. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, Herr Bogner. Okay. Ich weiß ja auch nicht, was Sie rausgesucht haben, aber das danach... Okay, aber wir gehen jetzt alle mal zusammen ins Kino und dann schauen wir uns das doch mal an. Jetzt haben wir das und jetzt schauen wir mal ins... Danny Seiber, 16 Jahre alt, ist seit 2 Tagen nicht nach Hause gekommen.
Und was ist mit Jennys Vater? Der war hier stationiert. 2 Monate vor Jennys Geburt war er auf immer weg. Sag mal, hast du Tranquilizer? Ich will jetzt sofort wissen, warum du dir das geht dich nicht an. Katharina, ich hab was. Das Video wurde heimlich aufgenommen. Jennys Freund arbeitet auf dem Konsulat. Du hast die Beziehungen. Ich sehe, was ich tun kann. Ich glaube, wir müssen die Herrschaften etwas mehr unter Druck setzen. Dix ist ein Soldat, ein Marine. Er war ausgebildet zu lügen. Trebitsch hat angebissen. Wann kommt er? In 4 Tagen. So, direkt Entwarnung, das kommt natürlich nicht am Montag um 18 Uhr im ZDF, das war dann im ZDF. Finde ich ich fand ihn eigentlich sehr schön, weil es jetzt halt auch so von der Emotionalität, was man in so einem kurzen Ausschnitt überhaupt nur einbringen kann, doch eigentlich ein bisschen was sieht, außer... Ja, das ist sehr, wenn ich dazu was sagen darf. Gerne. Ich habe mich jetzt schon gefreut, das zu sehen, weil, also jetzt steigen wir mittendrin ein, aber in der Tat haben wir eine Zeit lang versucht, das weiß vielleicht auch die Frau Knieling, wir haben versucht, horizontal zu erzählen und das war so eine experimentelle Phase, wo dann durchaus meine Figur auch ganz andere Sphären erreicht hat. Also die durfte ihr Privatleben hatte eine Rolle gespielt und hat sich durch mehrere Folgen gezogen, ein Überfall auf die Soko, wo sie ganz maßgeblich drin involviert war. Und das Besondere an der Folge ist auch, dass sie 2 Frauen gemacht haben, 2 Regisseurinnen. Ja. Und auch, ich glaube sogar, Johanna Thalmann hat das Buch geschrieben, die da frisch von der Hochschule kam und Frau Bischoff hat, glaube ich, auch mit inszeniert, ich weiß nicht mehr genau, aber Katharina, war so lange ein... Ja, Katharina Bischoff. Ja, genau. Und das Tolle ist wirklich, dass die Soko gibt, oder gab es ja über 40 Jahre und nach 32 Jahren hatten wir exakt 2 Frauen, 2 Regisseurinnen in dieser Zeit. Also 32 Jahre eigentlich nur Männer und in dieser Zeit wurden bestimmt, weiß ich nicht, 300 Folgen gedreht und letztendlich, nein Quatsch, 300, es müssen viel mehr gewesen sein. Wir hatten die 4000. Folge, glaube ich. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ich bin nicht vorbereitet auf diese Zahlen, aber unendlich viele. Und aber die Jahreszahl spricht für sich, dass eben 32 Jahre 2 Frauen da waren. Und das ist so besonders an dieser Folge, dass 2 Frauen das geschrieben haben, inszeniert haben. Und dass es für mich unglaublich toll zu spielen war, weil meine Figur emotional sehr daran involviert war. Ja. Also danke, dass Sie das ausgesucht haben. Ich fand jetzt, wie gesagt, alles andere ist dann, wie gesagt, Festnahmen und wo sie Männer verkloppen, das machen sie übrigens wirklich gut. Ich habe schon wirklich Angst, sie können das in der Realität auch so gut, wie es jetzt da bei den Dreharbeiten war. Das war schon, aber das fand ich jetzt einfach irgendwo toll und es ist auf der anderen Seite auch schön, dass diese Art von, ich habe es jetzt aus YouTube, ich gebe es zu, ja, dass man das auch dann so in YouTube findet und nicht nur diese anderen, wo sie Action ist. Ich habe auch einmal, wo sie ihr Fahrrad fahren in einer Höchstgeschwindigkeit, dabei noch einen umtreten, da war ich auch sehr beeindruckt. Ja, und dann Verfolgungsrennen, ich weiß nicht, machen sie das alles ohne Stunt, Frau, sie rasen da selber dann wie verrückt mit dem Fahrrad durch München? Nee, also das ist schon so, dass man aus versicherungstechnischen Gründen einfach schon Stunt-Double hat, weil es zum Teil zu gefährlich ist und es ist dann, vielleicht kann ich es einmal dann machen oder zweimal, aber oft macht man das ja 10 oder 15 Mal und da ist es einfach wirklich gut, jemanden zu haben, weil irgendwann schwächelt man dann ehrlich gesagt auch oder das ist aus Sicherheitsgründen einfach wichtig, dass man da einen Ersatz da hat. Das geht ja noch, also ich habe gerade letztes Jahr bei den Bergrettern gedreht, die wirklich, also die machen Sachen, die Kollegen, das Team, da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Das ist mega gefährlich für alle und die haben auch Bergwacht und unendlich viele Stuntleute da, die wirklich das auch können, aber auch der Hauptcast macht vieles selbst, die Luise und der Sebastian, also das ist der Wahnsinn. Ja. Wie gesagt, ich war schwer beeindruckt und habe gedacht, wenn jetzt der Sommer kommt, probiere ich das mal mit meinem E-Bike auch, ob ich auf diese Geschwindigkeitstour komme und dieses Wegdrehen. Gut, also ich war jetzt beeindruckt. Ich gehe davon aus, es war die Originalszene, die dann
da zu sehen war. Wie meinen Sie das mit Mit ihnen selbst, bevor die Stuntfrau kam. Es sah mal kameratechnisch wirklich so aus, weil man oft ihr Gesicht sah, als wären sie es gewesen. Ich habe eine sehr gute Stuntfrau gehabt. Die sah mir unglaublich ähnlich. Das war wirklich also sehr gut im Sinne von, dass sie wirklich so aussah wie ich. Das war sehr praktisch, ja. Okay, dann haben wir da schon aber mal... Aber Sie sagten ja Saarland, ne? Genau, zu Beginn. Das wollte ich noch sagen, weil Sie hatten ja so ein bisschen was erzählt und ja. Das Besondere finde ich aber, also weil Sie die Laufbahn so erwähnt haben, zumindest jetzt von mir, wo man hingegangen ist, aber ich glaube, das Besondere, was ich mitbekommen habe damals, ist, dass ich als Kind, also nicht erst, dass ich dann 95 dann parallel zu meiner Ausbildung am Theater war, aber ich glaube, das Besondere war, dass es im Saarland Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel diese Naturbühne Gräfenthal, wo man als Kind spielen darf, vor großem Publikum. Und es geht generell, finde ich, um die Förderung von Talent und die Möglichkeit, spielen zu dürfen. Und jetzt bin ich hier in München und stelle fest, dass es so wenig Möglichkeiten gibt für Kinder, sich auszuprobieren. Und das erzähle ich immer wieder. Ich komme ja aus einem kleinen Ort und wo das ganze Dorf quasi involviert war in diesem Theater und selbst aber auch dann im Kinderchor vom Staatstheater, der parallel Möglichkeit geboten hat, dass man Stücke zusammen entwickelt hat, Aufführungen hatte. Und das ist so wichtig, dass Kinder gefördert werden. Und auch wenn sie vielleicht noch gar nicht so sehr brennen, aber dass es in den Grundschulen, in den Kindergärten die Möglichkeit gibt, dass man sie spielen lässt und dann wiederum auch Auftrittsmöglichkeiten gibt. Und das hat mir damals, zurück zum Saarland und zum Botschafterdasein, wirklich das sehr einfach gemacht, mich auszuprobieren und dann eben auch weiterzukommen. Mhm. Ja, aber ich habe bewusst mal die Scharte vorne dann nicht angefangen, weil irgendwann wäre natürlich die Frage gekommen, das gilt, glaube ich, für Sie alle drei, wenn man das als Kind auch mit Leidenschaft macht, vielleicht auch Jugendliche mit Leidenschaft macht, ist es ja trotzdem ein harter Sprung, zu sagen, ich will das jetzt beruflich machen, ich muss dann noch eventuell dafür das Land verlassen. Ich gehe da mal kurz nochmal auf uns ein, ich muss das Land verlassen und weiß eigentlich gar nicht, es gibt so viele, die Schauspielerinnen oder Schauspieler werden wollen, habe ich da wirklich eine Chance, also diesen Sprung denn zu machen auch irgendwo, den Sprung dann ins kalte Wasser und das durchzuziehen, ist ja nochmal so eine Entscheidung, die viele vielleicht im Traum haben, aber wo sie alle vielleicht nachher noch ein bisschen Mut aussprechen können, dass es sich dann auch mal lohnt, so diesen Jump zu machen und dann im Beruf gehen, wo jetzt jede saarländische Mama sagt, lern was Anständiges, das da ist doch nichts. Ja. So ging es mir zumindest mal mit der Musik, da hat man auch gesagt, lern was Anständiges, konnte nichts Anständiges, also ist es letztendlich bei der Musik geblieben. Ja. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Und bevor wir vielleicht da noch in die Richtung kommen, nehme ich jetzt mal, kommen wir vielleicht mal schnell zwischendurch, nicht schnell, kommen wir mal zur Frau Knieling, dass wir einfach diese Runde mal denn abarbeiten und dann in den freie Diskussion gehen. Weil es wird spannend, bevor ich es vergessen sollte, natürlich, was sich dann ändert. Oder wir können ja gerne noch über den Unterschied reden. Theater, Sie waren, glaube ich, dieses Jahr noch auf Tournee gewesen oder Ende letztes Jahr auf Tournee gewesen, Frau Hein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und dann wieder Film und dann wieder Netflix und so weiter, was jetzt neu dazu gekommen ist. Das sind ja alles unterschiedliche Produktionswelten, auf die wir da treffen und deshalb freue ich mich jetzt mit der Frau Knieling, weil die Frau Knieling hat auch etwas vielleicht, wo man sie nicht vor der Kamera sieht, wenn Sie jetzt natürlich sagen, Sie sind auch vor der Kamera, da bin ich sowas von schlecht vorbereitet. Okay, Glück gehabt. Ja. Ja. Sie arbeiten als Produzentin, da kann man sich viele vielleicht so nicht drunter was vorstellen, weil das gleich geht, aber was ich auch denn halt spannend finde, ist, dass Sie auch im Regiebereich gerne unterwegs sind, auch unterwegs waren. Ich habe denn, was habe ich denn hier jetzt? Also Sie haben vorher noch Betriebswirtschaft. Was? Was stimmt denn jetzt schon wieder? Regie stimmt nicht. Regie waren nur wenige Ausflüge und das während meiner Zeit an der Filmhochschule. Und das ist auch mal sinnvoll, dass man als Produzentin auch mal die anderen Gewerke kennenlernt. Nein, und ich bin da sicherlich sehr interessiert, aber ich führe keine Regie. Ja. Ah, okay. Das ist gut. Dann doch ein ganz anderes Berufsbild. Ja. Gut.
dann ist, werde ich mir nachher den Dummbeitel Award 2022 für diese schlechte Vorbereitung den Hals selber abholen gehen. Aber Sie sind jetzt bei Bavaria Fiction, das stimmt. Das würde ich mich jetzt erschießen. Ja? Sie hatten vorher noch Betriebswirtschaftslehre an der Universität Trier und in Dublin studiert. Seit 2009 für Bavaria Fiction tätig. Sie haben zahlreiche Kino-TV-Projekte. Jetzt habe ich hier zum Beispiel das Geheimnis des Totenwaldes als Produzentin dann. Dann der Event-Zweiteiler Das Programm für ARD Degeto. Und dann, was haben Sie, das Debüt von Caroline Kebekus, Schatz, nimm du sie, das finde ich jetzt hübsch, ja, und sowie die Romanverfilmung Macho Man, ja, das ist dann von Schatz, nimm du sie bis zu Macho Man, ist das natürlich denn alles abgedeckt, ja. Alles abgedeckt. Und Sie werden es kaum glauben, seitdem ich jetzt weiß, dass Sie bei Bavaria Fiction sind, jetzt sehe ich laufen, wenn ich Fernseh gucke, irgendwo, selbst bei schwedischen Kriminalfilmen, irgendwie Bavaria Fiction. Und da denke ich, guck mal, die Knieling, die ist überall. Ja, also das ist schon sehr spannend, weil es einem das vorher nicht so, ZDF Enterprise kennt man noch, war ja auch ein Saarländer mit Bergmann, der vorher den ZDF Theaterkanal gemacht hat. Und Fuhrmann war ja auch Saarländer, der dann zu ZDF Enterprise den halt ging. Ich hatte Bavaria Fiction, ich gebe es zu, nicht auf dem Schirm. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was die Frau Knieling so verantwortet. Und ich habe denn aus dem eben erwähnten Das Programm auch einen hübschen Trailer gefunden. Wir gehen noch mal alle ins Kino zusammen. Und schauen uns noch mal, das war die falsche Maus in der Hand, mein Gott, zur Zeit für den Ruhestand. Und wir schauen uns das Programm an. Sie glauben also ernsthaft, dass ich in Gefahr bin? Ja. Ich bin doch Schutzperson. Runter! Ursula Tern, Landeskriminalamt Hamburg. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie reden. Wie gesagt, wurde Ihr Mann angeschossen. Und deshalb bringen wir Sie jetzt alle in Sicherheit. Sie erhalten von uns neue Identitäten, neue Namen, neue Pässe. Ihr bisheriger Familienname und Ihre Vornamen dürfen Ihnen ab jetzt nicht mehr über die Lippen kommen. Sie werden Ihre Nachbarn nicht wiedersehen, Ihre Freunde, Ihre Kollegen. Das alles wird Vergangenheit sein. Jim Andrea muss im Prozess gegen Darankov unbedingt aussagen. Es kommt so keine Prozess. Ich habe ihn selbst instruiert. Is your love strong enough? Sechs Menschen sind tot und dafür tragen Sie die Verantwortung. Das alles für beschissenes Geld? Ich wollte nur ein besseres Leben für uns. Ich habe mich selber zwischendurch ausgeschaltet. Vielen Dank. Ich wollte nur wissen, ob Sie aufpassen. Ansonsten hätte ich das mit dem Mikrofon natürlich gewusst. Nee, ist ja auch aus 2016 jetzt gewesen und war dementsprechend, glaube ich, auch ein Erfolg, oder? Wir messen ja, also, Erfolge in Einschaltquoten. Richtig, ja. Ich habe sie jetzt nicht mehr im Kopf, aber die waren sehr gut und die Resonanz war sehr gut. Doch, das war alles sehr erfreulich. Okay. Und das ist tatsächlich ein Herzensprojekt, was sie ausgewählt haben. Ja, genau. Ja. Aber ich betreue ja unter anderem auch die Soko Stuttgart und Frau Heinz. Ich habe mich sehr gefreut über Ihren Ausschnitt, weil da ja zwei Dinge zusammen... Also Sie haben, Herr Burgler, super auch den Ausschnitt ausgewählt, weil zwei Dinge zusammenkommen, dass eine Kommissarin der Soko Stuttgart, eine Ex-Kommissarin in dem Ausschnitt war, die Nina Gnädig, und zum Zweiten die Dame der Regie, zumindest Johanna Thalmann, mit mir an der HFS studiert hat. Also viele, viele Schnittmengen bei dem vorangegangenen Soko München Ausschnitt. Aber nun zum Programm oder Ihren Fragen, Herr Rotler. Ja, das macht nichts. Ich habe mir jetzt nochmal einen zusätzlichen Keks verdient. Das finde ich dann immer toll, wenn die Auswahl
denn gelungen ist. Erhellen Sie uns doch mal, weil viele bestimmt nicht wissen, was macht denn eine Produzentin? Viele denken vielleicht, Produzentin, die sitzt da mit der dicken Zigarre, guckt, dass die Kohle zusammen ist, heuert dann die besten Schauspieler an, um Quote zu kriegen und quält ansonsten das Kreativteam. Aber was machen Sie denn als Produzentin? Also die Produzentin oder der Produzent ist gesamtverantwortlich für das Projekt, zum einen wirtschaftlich, zum anderen aber auch kreativ. Film ist eine große Teamarbeit, das heißt letztlich ist man viel damit beschäftigt, die unterschiedlichen Gewerke und die Head of Departments zusammenzubringen und gemeinsam einen guten Film zu machen. Aber letztlich ist der Produzent eigentlich derjenige oder die Produzentin diejenige, die am längsten auch mit dem Projekt noch betraut ist, die es von der Geburt bis zur Ausstrahlung, bis zum Kinostart, bis zur Verwertung im Anschluss durch den Weltvertrieb noch begleitet. Man kann als Produzent sehr unterschiedlich arbeiten, man kann sehr kreativ sein. Oftmals kommen Ideen auch von einem Zeitungsartikel, von einem selbst, dass man mal einen Film darüber machen möchte. Man spricht mit Drehbuchautoren, man spricht mit Regisseuren, mit Sendern, mit Auftraggebern, wie man das umsetzen kann. Und gleichzeitig kann man auch das sehr wirtschaftlich auslegen. Es gibt sicherlich Kolleginnen, die nicht so inhaltlich arbeiten. Also da ist das Berufsfeld ein bisschen breiter. Für mich in der Berufswahl war es wahnsinnig spannend. Ich wollte nicht vor der Kamera stehen, aber ich wollte dann doch so kreativ und aber auch so gesamtheitlich Einfluss haben und nicht nur einen Teilaspekt, sei es die Dreharbeiten als Kameramann, Kamerafrau zu begleiten. Und deshalb bin ich sehr glücklich damit, dass ich als Produzentin auch arbeiten darf. Genau, das mache ich seit 2009 dann fest hier bei der Bavaria. Das ist doch toll. Das ist ja auch, sage ich mal, eine Strecke in einer Branche, die ja unter dem Ruf steht, dass Wechselfrequenzen ja doch nicht ungewöhnlich sind. Also wenn man sich so lang in so einer Position hält, spricht das ja jetzt eigentlich für Sie, müssen Sie sagen, klar spricht das für mich, logisch. Ja, spricht sehr für Sie, oder? Naja, es ist ja immer ein Weg dahin. Man fängt ja, nach der Filmhochschule war das bei mir 2009 nicht direkt als Produzentin an. Da gibt es die Schritte über Producer, Producerin. Aber ja, klar. Ja, gut. Das finde ich doch jetzt echt eine tolle Geschichte. Sind Sie eigentlich auch für die Auswahl Drehbücher, Besetzungen, Castingliste oder so verantwortlich? Wie ich schon sagte, also es ist eine Teamarbeit, immer zwischen oder im Idealfall zwischen einer tollen Redaktion, RegisseurInnen und uns, einem Casting Department. Man gibt immer Impulse, es gibt Momente, wo man Frau Hein vorschlägt, wo man andere tolle KollegInnen, mit denen man Filme machen will. Man hat die Hauptverantwortung und so, wenn man so will, auch so ein bisschen die Letztentscheidung. Also von daher ist man da immer gut eingebunden. Aber ich sehe es tatsächlich nicht als One-Man-Show und es ist nicht ein Film von irgendwem, sondern eine große Teamarbeit und Leistung. Okay, das klingt doch recht gut. Und bevor wir dann gleich zum Radio kommen, nehme ich doch jetzt nochmal Frau Hein nochmal rein, weil es eigentlich ja spannend ist. Sie haben fürs Öffentlich-Rechtliche produziert. War das immer ZDF? Habe ich in der ARD irgendwas verpasst? Nein, war auch ARD dabei. Okay, gut, ja. Alles klar. Sie waren auch dann bei RTL, oder? Schon? Da fing ich an, ja. Ja, okay. Da sagten Sie ja vorhin, glaube ich, dass die, nur wer was lernt, nein, das kann ich nicht so, Sie sagten, wer was lernt beim Öffentlich-Rechtlichen und die es einfach so machen beim Privaten, da wollte ich schon was sagen, weil ich glaube, das macht keinen Unterschied. Also... Okay, nötig, provoziere ja gerne. Das hat nichts damit zu tun. Ich wollte es nur mal kurz für die Leute, die gleich zuhören, sagen, dass es eine Ausbildung immer gut ist, egal für welchen Sender oder für welches Kino oder nicht sein. Ja, okay. Ich wollte eigentlich damit nur sagen, dass natürlich die Privaten viele Formate eingeführt haben, wo jetzt die Ausgangsvoraussetzung nicht unbedingt war, Schauspielstudium oder in der Richtung. Aber das hat sich geändert. Das wird immer besser. Also weil eben
Schauspieler wollen arbeiten. Und gute Schauspieler bekommen auch für tägliche Serien, was sie, glaube ich, damit meinen, dann ist das doch ganz wunderbar. Hm. Okay. Und wie ist der Unterschied für, wenn Sie jetzt, Frau Knieling produziert ja öffentlich-rechtlich, wenn Sie Produzenten, Produktionsfirmen für Privatsender oder jetzt zum Beispiel spannend Netflix, die ja auch, sage ich mal, die Streaming-Plattformen einen Riesenaufwind bekommen haben, obwohl jetzt schon wieder die roten Zahlen auch bei Netflix jetzt beginnen. Ist das ein anderes Arbeiten, andere Drehbücher? Arbeiten die Regisseure anders? Sind die Herausforderungen eine andere? Oder sagen Sie, letztendlich ist es eigentlich relativ egal, für welchen Sender oder Plattform man dann arbeitet, ist also überall dasselbe. Als Schauspieler ist es, glaube ich, spürt man vielleicht nur am Set, dass es etwas fetter ist, ja. Also, dass da mehr Budget da ist und dass die Motive toller sind und vielleicht auch die Geschichten. Aber das hat auch nichts was mit dem Streamingdienst zu tun. Das hat was mit dem Film zu tun oder mit der Geschichte, die man erzählt. Ich glaube, dass man als Produzentin das sehr wohl merkt, wenn man für einen Streamingdienst arbeitet, weil eben auch nicht direkt eine Redaktion dazwischen gestaltet ist. Und wenn man, das ist ein sehr, im besten Falle, wenn das gut läuft, kann das ein sehr eigenständiges oder vertrauensvolles kreatives Arbeiten sein. Das heißt jetzt nicht, dass es ganz unkontrolliert ist, aber das kann vielleicht die Frau Knieling gleich selber beantworten. Das weiß ich ja nicht so genau. Aber für mich als Schauspieler immer nur darauf an, dass es ein gutes Buch ist und eine gute Rolle ist. Und dann ist es mir, ehrlich gesagt, fast egal, wo ich das drehen darf. Gut, ja, solange es jetzt gut gemacht ist, da bin ich da. Nein, es ist mir egal, ja. Doch, ja. So, weil das, wenn eine Geschichte brillant ist, was ja dann unnötig ist, weil man die Zeit nicht hat, es zu erzählen. Und ja, aber letztendlich ist das Buch immer das Entscheidende. Ja, aber ja. Also kein größerer Erfolgsdruck oder, sag ich mal, es gibt ja auch viele Serien, die Netflix Prime, wie sie alle heißen, ich nenne jetzt auch noch Disney, damit der Werbeblock komplett abgeschaltet ist. Gibt es da nicht einen höheren Erfolgsdruck, was dann die Permanenzgeschichten ist? Oder ich frage mal so, diese Länge, die Sie jetzt in der Soko-Geschichte gemacht haben, meinen Sie, das wäre bei diesen anderen Plattformen oder bei Brat ebenso möglich? Oder sehen Sie da den Druck, den auch auf Schauspieler für erfolgreich zu sein, dass der höher ist? Oder ist das überall gleich? Also ich habe diesen Druck gar nicht. Mir ist es wirklich gleich, für welchen Sender, ob ich das für Netflix oder für ZDF mache. Das sind so verschiedene Dinge, was Sie, glaube ich, ansprechen. In der Tat gibt es so ein langlaufiges Format wie die Soko, würde es auf dem Streaming mit Sicherheit nicht geben, weil es einfach da es viel schnelllebiger ist und weil es auch so unglaublich viel im Programm gibt. Ich habe heute eine Studie gelesen, BWDL, das wissen Sie vielleicht auch, Frau Knieling, dass wir jetzt pro Tag 11 Stunden Fernseh schauen oder die audiovisuellen Medien benutzen. 11 Stunden am Tag. Das ist unglaublich. Ja, ist also noch mal mehr geworden mit Corona und es gibt einfach ein so riesiges Angebot, dass man gar nicht mehr weiß, was kann ich eigentlich alles noch gucken und wo kann ich es gucken. Und deswegen war diese Soko schon was sehr Besonderes. Aber mich wird so wahnsinnig mal interessieren, wie das im Radio ist. Ja. Wie das im Radio ist, mit diesen vielen verschiedenen Raden, wie wird das so interessieren? Okay. Wie sieht es da aus? Hat man da auch diesen Konkurrenzdruck mit den unterschiedlichen? Oder was machen Sie eigentlich? Das ist jetzt schön. Wir kennen uns ja leider gar nicht. Wie die Frau Hein jetzt den Ball hier rüberspielt. Ich darf mich verabschieden, weil die Frau Hein übernimmt gerade den Rest der Sendung. Es war unheimlich schön. Es hat auch riesen Spaß gemacht. Sie haben ja gesagt. Dann gehen wir doch jetzt denn ran, bevor die unangenehmen Fragen zur ARD, ZDF und anderen Ding kommen. Nee. Frau Pfister, Sie sehen, es gibt noch ein Herz fürs Radio. War ja eigentlich lange Zeit das alte Medium, das keiner mehr richtig hören wollte. Oder wir haben viele Private, die damit auskommen. 48 Schlager, 24 Stunden oder 48 Hits, 24 Stunden hoch und runter zu nudeln. Und Sie sind ja jetzt wirklich bei dem für mich
für mich persönlich besten Radiosender ever. Sie sind beim Deutschlandfunk, der auch sehr mutig war vor Jahren, um zu sagen, er schaltet abends Musiksendungen ab, macht nur noch das gesprochene Wort mit vielen wunderschönen Formaten. Das fand ich damals eigentlich einen sehr mutigen Schritt. Ja? Und sie haben dann dort, wenn ich das jetzt richtig sehe, so Sendungen gemacht, ist wie Hintergrund Europa heute, Campus und Karriere für den WDR, das Politikum, und sie arbeiten auch jetzt ab und zu für die Deutsche Welle. Und ich glaube, seitdem der Podcast die Welt wieder entdeckt hat, hat das gesprochene Wort, glaube ich, auch bei den Radiosendern, die es noch betreiben, einen richtigen Hype. Aber jetzt nicht, dass Sie meinen, Sie kommen ungeschoren davon. Natürlich habe ich auch von Ihnen einen Radioausschnitt. Da hören wir mal kurz rein. Wir gehen ins Kino, um Radio zu hören. Gell? Das ist denn ganz toll, kleiner Moment. Und wir hören die Frau Pfister, wenn ich auf die richtigen Knopf am Morgen. Folge. Zeit für unser Wirtschaftsgespräch, heute mit Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion. Und es geht um eine der wichtigsten Branchen in Deutschland, um die Maschinenbaubranche. Frau Pfister, wie geht's den Maschinenbauern? Frau Pfister, hören Sie mich? Ich höre Sie sehr gut, jetzt hören Sie mich auch. Cool. Also es geht den Maschinenbauern wieder besser. Sie hatten einen herben Corona-Einbruch, aber jetzt erholen sie sich eigentlich wieder ganz gut. Der Dachverband erzählt uns heute, wie es im nächsten Jahr weitergehen wird. Wahrscheinlich geht es da auch besser, aber etwas verhaltener. Es liegt natürlich an den Lieferengpässen. Das Material ist noch knapp. Omikron wird schwierig. Und dann gibt es auch die strukturellen Probleme, dass die Maschinenbauer jeden 10. Euro in der Automobilindustrie machen. Die wird aber so schnell elektrisch oder will es zumindest werden, dass da nicht alle mitkommen werden. Und sie werden das auch nicht immer über Exporte rausholen können. Das wird bestimmt nicht leichter in nächster Zeit. Warum wird das nicht leichter? Weil die Maschinenbauer mit den Autos... So, ich gehe jetzt mal da raus. Oder wollen Sie es fertig hören? Sie haben jetzt eben so konzentriert zugehört. Ich fand es wirklich interessant, weil Sie sich wirklich eines der Hardcore-Wirtschaftsgespräche rausgesucht haben. Da muss man ja schon wirklich hart drauf sein, um das durchzuhören. Ja, ich habe es durchgehört und habe dann auch überlegt, bringe ich das? Ja, ich habe jetzt mit dem Wetter nichts gefunden. Ja, man isst ja zuerst mal. Nee, ich fand's spannend, weil es ist klar ein knochenhartes Thema, ja, dass Sie da in 3 Minuten und 46 Sekunden abhandeln. Die anderen beiden Damen haben zumindest mal 90 Minuten in der Spielfilmlänge. Ja, Sie haben 3 Minuten 46 Sekunden. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was der Moderator Sie fragt. Ich bin mir bei manchen auch nicht sicher, ob Sie wissen, was Sie fragen, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Das ist dann wirklich hardcore und Sie sind da so schnell im Antworten. Zack, zügig. Wie läuft das so? Kriegen Sie das als Vorgabe oder sagen Sie, ich will dieses Thema unbedingt und komme dann zu dir nächste Woche in die Sendung? Wie geht das ab? Der Moderator fragt mich am Tag davor, was eines der Wirtschaftsthemen des nächsten Tages sein könnte oder vielleicht sogar das Gewichtigste, über das dann alle reden. An dem Tag muss es so gewesen sein, dass nicht so viel los war. Sonst wären wir wahrscheinlich nicht bei den Maschinenbauern gelandet, sondern bei, ich weiß nicht, Sanktionen gegen Russland, Wirtschaftssanktionen gegen Russland oder sowas würde man vielleicht, oder Energiepreise, würde man vielleicht jetzt heute drüber reden oder morgen reden wir über Tesla. Aber das wird alles recht kurzfristig abgesprochen. Der Moderator der Frühsendung wünscht sich was. Ich berate ihn dabei. Und dann schreibe ich ihm die Fragen auf. Und je nachdem, wie konzentriert er ist, stellt er die dann auch genauso, wie ich ihm die aufgeschrieben habe. Das macht es für mich leichter. Wenn er Freestyle ist, dann stellt er irgendwelche anderen Fragen und dann muss man ein bisschen spontaner antworten. Sitzen wegen Corona in verschiedenen Studios. Deswegen kommt dieses Missverständnis am Anfang zustande, dass er nicht weiß, ob ich ihn höre, ich nicht weiß, ob er mich hört. Wir sind dann nicht live in einem Studio, um uns nicht gegenseitig anzustecken. Ja, aber sehen Sie, das ist mein meistgehasster Satz in den letzten 2 Jahren. Hören Sie mich? Ja, ich liebe das, wenn man irgendwo in der Videokonferenz kommt. Aber es ist so ein Automatismus. Aber wenn ich gewusst hätte, dass Sie auch die Fragen schreiben, hätten wir mal wenigstens ein paar schicken können. Ja, jetzt lassen Sie mich hier hart arbeiten. Das ist ja echt nicht
zu fassen. Ja, nee, aber das kommt in toll. Wie lange haben Sie Vorbereitungszeit jetzt eigentlich? Weil Sie bestimmen ja dann auch bei drei, ich finde ja so 3,46 ist ja brutal bei solch einem Thema. Ja, weil man kann ja durchs Weglassen so viel Irritationen schaffen, ja, oder so viel Widerspruch einheimsen. Wie schaffen Sie das? Ja, wir haben nicht viel Vorbereitungszeit. Also idealerweise wissen wir das am Nachmittag des vorhergehenden Tages und fangen dann an zu lesen, zu telefonieren, unsere Quellen nochmal anzuzapfen, um rauszufinden, was da am nächsten Morgen, wir prognostizieren ja oft, was da kommt. Also wir müssen irgendjemanden finden, der uns hoffen, der uns hilft, das einzuordnen. Es ist nicht viel Zeit, aber gut, das ist eben Radio. Das ist Radio. Wir sollen idealerweise schneller sein als alle anderen. Und der Deutschlandfunk hat eben den Anspruch, tiefer zu gehen als alle anderen. Das ist die Kunst. Dafür haben wir sagenhaft viel Wortanteil und keine Werbung. Also. Und Sie haben eine Chefredakteurin Politik, das ist Birgit Wenzin, ja, die ja das, glaube ich, auch durchgedrückt hat, dass mal die Musiksendung neuzeitliche Musik rausfliegt und dafür diese ganzen tollen Wortbeiträge und Sendungen kommen oder teilweise dann, ja? Dann rausgefallen. Wir haben schöne Musiksendungen noch am Abend. Wir haben aber jetzt Wort die ganze Nacht durch. Ich glaube, das war das, was sie getan hat. Ja. Wir haben noch ganz viele schöne Musiksendungen. Ich bin ein Nachtmensch, gleich. Ja, ich bin, wie jetzt gleich, okay, ich bin ja Nachtmensch, deshalb ziehe ich mir das eine oder andere gerne mit Vergnügen nochmal an, oder was halt schön ist, man findet es auch nochmal im Internet, ja, oder ich bin auch ein großer Phoenix-Fan, wo man jetzt dann auch sagt, auch viele Fernsehdinge, sei es jetzt Mediatheken oder andere Sachen, man kann ja wirklich andere Angebote machen. Ich fand es auch immer schlimm, was für tolle Beiträge manchmal erst nach 23 Uhr kommen, wo ich mir vorne dran irgend so ein Larifari-Ding dann kommt und die wirklich spannenden Sachen, sage ich immer, kommt dann immer so 23.15 Uhr. Ich gucke auch kein Fußball, deshalb ich sage dann immer, wenn so Fußball übertragen wird im deutschen Fernsehen, sage ich immer Larifari und die guten Sachen kommen dann um 23.15 Uhr. Und das ist beim Radio dann auch, dass man das jetzt auch nochmal so abrufen kann. Oder ich meine, damit sind sie ja auch verewigt. Früher war es versendet, ja? Und heute sehen sie, finde ich sie im Internet. Und habe das denn auch recorded. Das ist denn schon eine tolle Geschichte. Was hat sie denn ins Radio getrieben? Ich glaube, dass ich alles ausprobiert habe. Also ich habe Praktika gesammelt, wie andere Leute, weiß nicht, Postkarten vielleicht. Ich glaube, es ist das Unmittelbare. Also ich finde, dass es so eine, also meine Praktika, und das ist jetzt der Link zu Ihnen, Frau Knieling, und zu Ihnen, Frau Hein, meine Praktika beim Fernsehen, meine Fernseherfahrungen waren für mich ernüchternd, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nur das erzählen, wofür ich ein Bild habe. Und manchmal stand dieses Bild dann auch irgendwie echt schräg da rum. Und ich hatte aber noch so viel mehr zu erzählen. Und ich glaube, dieses Unmittelbare, was Radio dann hat, das ist gar nicht, dass die Bilder im Kopf entstehen. Das hat mich daran immer gereizt. Wir sind nie zu sehen, die Menschen sind nie zu sehen, mit denen wir sprechen, aber die sind sehr intensiv, weil man auch auf diesem einen Kanal dann tickt und sich auf diesen Kanal auch so nebenher noch einlassen kann, dass man manchmal aufhört, weil jemand was Tolles sagt, was Beeindruckendes sagt, was Allhellendes sagt. Das hat mich, glaube ich, dieses Unmittelbare, das gesprochene Wort, das fasziniert mich, ja. Dann hole ich uns doch alle jetzt mal ins Boot nochmal. Das ist klasse und ich glaube, ist es auch eine andere Geschichte. Oh, irgendeiner zeichnet mich gerade mit auf. Ja, ist eine unheimlich tolle Geschichte, mit der Stimme zu arbeiten. Ja, was ja der Schauspieler eigentlich auch muss, aber ich weiß ja, dass die Frau Hein auch schon verschiedene Hörspiele gemacht hat oder Synchron, wo sie eigentlich auch nur mit der Stimme arbeitet. Also man muss Lust haben, mit der Stimme zu arbeiten und man kann mit der Stimme unheimlich viel
machen, glaube ich auch. Emotional ja beeinflussen, Stimmungslagen beeinflussen und so weiter. Dahingehend ist das doch schon eine sehr runde Geschichte. Aber jetzt, Frau Knieling, haben Sie mal was fürs Radio produziert oder wäre das was, so wie Orson Welles mal Aliens landen zu lassen und Rheinland-Pfalz wird evakuiert? Weil sonst fällt ja keiner drauf rein. Ich habe das passende Projekt, um uns alle jetzt zu verbinden. Und zwar ist es, habe ich eine crossmediale Serie gemacht für den Bayerischen Rundfunk im vergangenen Jahr. Und die eben das macht, es gibt eine Videoebene, die fiktiv drei Schauspielerinnen folgt. Und gleichzeitig gibt es ein Storytelling auch im Radiobereich. Also da haben wir quasi das zusammengefügt und das war auch sehr spannend, dass wir die Welt da erweitert haben und mit den Anforderungen des Mediums, was tatsächlich auch wiederum sehr spannend war, mit unterschiedlichen Autoren, da unsere Welt letztendlich erweitert haben. Und das war interessant und schwieriger, als man denn dachte, weil man, wenn man als Heini vom Fernsehen kommt, denkt man ja, ach, da nimmt man dann einfach die Tonspur fürs Radio. Und das ist doch wesentlich komplexer und das Radiomedium sowieso wahnsinnig spannend. Deshalb war das jetzt eine Erfahrung, die ich machen durfte bei einer Serie für die ARD. Genau. Ja. Okay. Ist man dann fokussierter auf das Wort und auf die Bedeutung und die Inhaltlichkeit des Wortes? Meinen Sie, das bekommt oder wie man formuliert eine höhere Bedeutung, als wenn ich es jetzt mit Bewegtbild ausdrücke? Na klar, also es fehlt ja diese komplett visuelle Ebene. Also alles, was man muss es natürlich in die Sprache packen. Man muss auch bei der Auswahl der Schauspielerinnen, jetzt in unserem Fall hatten wir das Glück, sehr unterschiedliche Stimmen zu haben. Und das sind alles so Sachen, die dann im Radio plötzlich, wenn die visuelle Ebene fehlt, eine Rolle spielen. Und das ist schon so. Deshalb andere Anforderungen. Und aber wahnsinnig spannend, weil sich ja auch eine Welt eröffnet nochmal, eine ganz andere. Und genau. Okay. Vorhin, macht Hörspiel sprechen Spaß? Wahnsinnig. Also wenn ich würde das am liebsten den ganzen Tag machen oder generell sprechen. Ich bin mit Radio aufgewachsen. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Also ob man gewohnt ist, auch Radio zu hören. Es gibt Menschen, die können das gar nicht nebenher, habe ich erfahren. Weil bei uns auch jeden Tag Radio läuft und sehr oft Deutschlandfunk, tatsächlich. Aber sprechen generell, ja, was Sie schon gesagt haben, Frau Pfister, also man nimmt sich die Zeit, genauer hinzuhören, wenn man und kann eben auch den Alltag vergessen dabei, wenn einen etwas fesselt. Also, und das ist ganz egal, wo das ist, ja. Und was so toll ist durch dieses, dass man Radio jetzt überall hören kann. Also früher war das so, wenn ich von München ins Saarland gefahren bin und dann Deutschlandfunk irgendwann nicht mehr hören konnte, weil der Empfang weg war, ist das mit dem Handy jetzt natürlich möglich und es ist portabel und man kann es überall hören. Und ich weiß nicht, vielleicht ist deswegen auch das Podcasten so erfolgreich, oder? Hat doch ganz viel auch damit zu tun, weil man nah dran ist, man kann zuhören und hat vielleicht auch nochmal eine andere Ruhe, als wenn du ganze Filme, was vielleicht ein Thema ist für einen anderen Abend, mittlerweile nur noch auf dem Handy guckst. Ja, also was katastrophal ist. Also ich, zu Ihrer Frage Hörspiele, würde ich gerne, ehrlich gesagt, noch viel öfter machen. Ich bin dann, als ich hier so viel gedreht habe in München, davon weggekommen oder musste am Anfang ganz oft absagen. Und dann irgendwann war ich da raus und habe jetzt, ehrlich gesagt, schon lange kein Hörspiel mehr gesprochen. Ich habe früher viel Werbung gesprochen, also alles, was damit zu tun hatte, ist wundervoll. Weil mit seiner Stimme kann man Rollen spielen, auf die man erstmal nicht kommt, wenn man nach Bild besetzt wird oder nach Band. Ja. Nee. Das sehe ich auch so. Zumal das ist auch wirklich ein anderes Thema. Film gucken auf Smartphone oder Tablet finde ich auch furchtbar. Weil ich bin so diese Generation, die Fernseher mussten sonst immer größer werden. Ja? Und am besten noch irgendeinen tollen 4K-Beamer, dass man das sonst richtig groß kriegt. Und auch, sag ich mal, bei Musikvideos, so schnelle Kamerafahrten, viel Lichteffekte, schnelle Schnitte funktioniert. Auf einem 7-Zoll oder auf einem 10-Zoll-Monitor funktioniert das einfach nicht.
Ja, ich glaube, das wäre dann auch in der Produktion eine andere Herausforderung. Denken Sie darüber nach, Frau Knieling, wo man Ihre Produktion überall sieht? Oder sagen Sie es mir wurscht, ich bleibe 16:9, denke an den Fernsehschirm und denke jetzt nicht an die neuen Sehgewohnheiten, wo man ja dann eigentlich, glaube ich, auch von der Technik anders produzieren muss. Also was Kamerafahrten, Schnitte und solche Dinge anbelangt. So einen wahnsinnigen Einfluss hat es noch nicht. Ich glaube, wir haben immer den Anspruch, also jetzt beispielsweise auch der Wechsel von 4:3 auf 16:9 oder gewisse andere Kameras zu haben. Also dass man da einfach mit der Entwicklung geht. Ansonsten, natürlich produziert man fürs Kino anders als fürs Fernsehen. Ich glaube, da ist immer noch ein großer Unterschied, wie man mit nahen Einstellungen oder totalen geht. Da muss man das Medium im Blick haben. Man muss es auch im Blick haben, wenn man beispielsweise überlegt, dass auch was ich sehr, sehr spannend finde, ist das Storytelling eben crossmedial zu denken, die Plattform mitzudenken, was für ein Content mache ich beispielsweise für eine Serie oder für einen Film, auch noch für Social Media, was auch immer. Das sind andere Formate, das sind hochformatige Sachen, da kommt es nicht auf die tolle Qualität an, sondern auf authentische Momente vom Set oder das ist spannend, das muss man mitdenken, machen wir auch bei den Serien beispielsweise immer verstärkt, bei Soko zum Beispiel, das ist ein wichtiger Bestandteil, neben dem der Hauptserie, die am Vorabend läuft. Und es sind aber gleichzeitig, was man glaube ich beachten muss, ganz andere Zielgruppen. Wenn man nämlich die im linearen Fernsehen sieht, da ist der Altersdurchschnitt dann doch ein ganz anderer als dann auf einer Social-Media-Plattform, der Soko beispielsweise oder auch das muss man bedenken, aber es ist spannend und es bietet einfach weitere Möglichkeiten, weil man mit seinem Handy auch viel machen kann und so weiter. Gut. Was wäre denn bei Ihnen drei ein crossmediales Format, wo Sie sagen würden, das würde mich jetzt mal unheimlich reizen oder da wäre ich mal gerne dabei? Bei Ihnen wissen wir es jetzt, was hinter Kamera oder sonst was ist. Vielleicht haben Sie auch gleich noch, ist ja heute ist noch keine Wunschzeit, aber man kann ja mal fragen. Frau Pfister und Frau Hein, was wäre eine Herausforderung? Weil Sie haben ja alle schon viele Jahre sehr professionell in Ihren Berufen gearbeitet, sehr viel erlebt. Gibt es da jetzt noch irgendwas, wo Sie jetzt sagen würden, das wäre jetzt noch mein crossmedialer Hype? Also crossmedial meinen Sie damit Formate, die übergreifend gehen über das Fernsehen hinweg? Oder? Ja. Ich habe ja schon zu Anfang gesagt, sagen Sie mal, Frau Pfister, habe ich noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Der Ball liegt in Ihrem Spielfeld, Frau Grübel. Pfister. Ich grübel. Also, ich nehme Sie mal groß zum Grübeln. Wenn ich drin wäre, ja die Maschinenbauer. Dann grübel, drehe ich auch immer schön die Augen nach oben. Daran merkt man, dass ich nicht beim Fernsehen bin, sondern ich kann sich nicht so kontrollieren. Also beim Grübeln grübel ich eher darüber, was wir inhaltlich darstellen wollen. So denkt, glaube ich, auch der Deutschlandfunk. Und dann denke ich darüber, wie der Ausspielkanal ist. Und ich finde, was in diesen Zeiten, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass wir tatsächlich, es hört sich so platt an, wieder bei Leuten im Wohnzimmer sitzen. Also das, weil wir haben uns anderthalb Jahre lang mit Leuten über Leitungen unterhalten, so wie wir uns jetzt hier unterhalten oder ohne uns zu sehen, mit Tonstörungen, aber ohne, dass wir ein Gefühl dafür haben, was bei denen gerade los ist. Und ich glaube, das würde natürlich auch crossmedial funktionieren, aber ich glaube, es ist gar nicht so eine Frage des Ausspielweges, sondern des wieder nah an Leute rankommens. Also das ist bei mir gerade eine große Sehnsucht, egal welche Geschichte ich dann erzählen würde. Ich erzähle oft die Wirtschaftsgeschichten, die sind ja nun mal oft abstrakt. Ich würde gerne mit dem Fortarbeiter darüber reden, ob es ihm Angst macht, dass er demnächst irgendwie vom E-Auto überholt wird. Sowas. Crossmedial gerne.
Ja, okay, gut, das haben Sie jetzt auch schön. Wir können ja mal die zwischen Valencia und San Luis, die Schlacht der Angebote, wäre ja auch mal eine hübsche Sendung für Sie. Wenn Sie schon Ford sagen, wäre das ja im Moment ein spannendes Thema. Also ich fühle mich auf der anderen Seite aber auch online sehr wohl. Ich genieße das jetzt auch mit Ihnen zu sprechen, ob Sie jetzt bei mir im Wohnzimmer sitzen oder nicht. Gut, so haben Sie wenigstens die Chance, schnell zu entkommen. Das ist nicht in jedem Wohnzimmer gegeben bei jeder Gesprächsrunde. Das macht es denn schon schwierig. Und was mich doch spannend dann interessieren würde, weil ich merke, die Zeit läuft uns weg und eigentlich wüsste ich ganz genau, was ich noch gerne die nächsten 5-6 Stunden, ich glaube, YouTube schmeißt uns nach 20 Stunden raus. Ich würde es drauf ankommen lassen. Und lassen wir uns wieder. Aber so die Frage mit der Zeit, Sie haben den Überblick, Sie haben den Wandel der Branchen, wird mich mal zwei Dinge interessieren. A, was wären denn so Ihre intuitiven Tipps, wenn jetzt junge Menschen sagen würden, ich will diesen Beruf ergreifen, lohnt sich das überhaupt noch? Ist da irgendwo eine Chance oder der mentale Auffänger, was macht oder was mache ich, wenn ich im ersten Anlauf scheitere? Was wären da so Ihre Tipps in der Richtung? Und dann auf der anderen Seite möchte ich ja, wenn ich schon mit drei Frauen, der Harz gilt jetzt heute mal nicht, ja, der ist mein Quotenmann heute, wenn wir schon mit drei Frauen, gibt es, sind wir beim Durchbrechen der gläsernen Decke in Ihren Branchen schon etwas weitergekommen? Bedarf es noch mehr Einsatz von Frauen in den einzelnen Gewerken, die Sie da betreuen? Sagen Sie vor allen Dingen, junge Frauen, scheut euch nicht, ergreift diesen Job. Und gläsernes Dach, sagen wir mal, ist in 5 Jahren gestern. Wer möchte denn anfangen? Also weil ich mich eben gedrückt habe, würde ich gerne was sagen. Oder Frau Knieling, bitte? Nee, gerne. Nee, sehr gerne. Es waren ja viele Fragen. Ich bitte fangen Sie an. Ja. Das mache ich gerne. Also ich glaube, dass jemanden, also ich kann jetzt nur für meinen Beruf sprechen, der spielen will, wird spielen. Also weil einen da also ich glaube, der Lust auf diesen Beruf hat, muss einfach aus und egal wo er das tut, in der Schule, auf dem Kleinen, das einfach ausprobieren. Was ich auch finde, ist, dass gerade die Jungen Chancen haben. Unglaublich. Die Tonqualität ist gerade ganz schlecht. Ja. Frau Hein, ja, ich glaube, irgendwas in der Koordination mit Ihrem Mikrofon. Ich habe jetzt hier gerade geguckt. Eigentlich kommen Sie super hier an, also kann es nur ein Mikrofonproblem sein. Soll ich mich mal ausstöpseln? Ja, stöpseln Sie sich mal. Jetzt hören wir gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Irgendjemand hat auch noch seinen Lautsprecher. Herr Harz, haben Sie Ihren Lautsprecher noch an oder Ihr Mikrofon an? Irgendjemand nimmt noch mit auf. Nicht? Versuchen Sie es nochmal. Wenn nicht, gehen wir. Nee, jetzt habe ich Sie verloren hier, tontechnisch. Dann nehmen wir mal die Frau Knieling, während Sie denn noch. Mensch, jetzt haben wir so toll hier durchgehalten und jetzt sowas. Das ist bestimmt die vom Bayerischen Rundfunk, die wollen nicht, dass Sie mit dem Saarland sprechen. Frau Knieling. Soll ich mal kurz überbrücken? Überbrücken okay. Sie mal kurz. Die Anfang ging um den Nachwuchs, ne? Oder die Frage, ich habe schon wieder fast vergessen. Ich finde es immer wichtig, das sind zwei Dinge. Das eine ist, viel Praxiserfahrung zu sammeln. Ich habe auch vor meiner Zeit an der HFF viele Praktikas gemacht. Ich glaube, auch währenddessen ist es wichtig, ein Netzwerk aufzubauen. Das kann außerhalb der Firmenschulen auch stattfinden. Gleichzeitig sind die Firmenschulen eben genau das, wovon ich in meinem Berufsleben jetzt immer mehr oder auch stetig profitiere, weil das WegbegleiterInnen sind, die man jetzt einfach immer wieder hat und wenn jetzt auch nach und nach ein Generationswechsel stattfindet, die dann wichtig sind für
für die Sache. Ansonsten war ich an der staatlichen Filmhochschule. Es gibt auch natürlich im Schauspielreich, da kann Frau Hein natürlich noch mehr sagen, die staatlichen Adressen von Otto Falkenberg bis Ernst Busch, was auch immer. Es gibt viele private tolle Schulen, auch in München, auch für den Bereich Filmproduktion. Mut haben, rausgehen, wahrscheinlich aus dem Saarland oder da die Nähe suchen zu Filmproduktionen. Ich finde, ich musste weggehen, irgendwie nach München, um da mehr Kontakt zu haben. Ich hatte das im Saarland damals nicht, außer über das Max-Ophüls-Festival und dort ist so meine Filmbegeisterung entfacht. Aber einfach arbeiten, Leute kennenlernen und mutig sein. Es werden viele Leute gesucht, es ist ein großer Fachkräftemangel da in den verschiedenen Gewerken und spannende Berufe, die man vielleicht nicht jetzt so kennt. Man kennt nur Regie und Kamera und Drehbuchautor, aber es gibt ja viele andere spannende Berufsfelder. Ich glaube, das ist was man, wo man mutig sein sollte. Und genau zur gläsernen Decke. Ich glaube, es passiert gerade unglaublich viel. Es gibt viele Initiativen, auch beispielsweise pro Quote. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Einreißen der Decke. Es passiert aber viel. Beispielsweise die angesprochenen Streamer oder viele auch Führungspersönlichkeiten werden jetzt auch weiblich besetzt. Das schafft, glaube ich, dann auch irgendwann so einen Kulturwandel, der sehr wichtig ist. Und aber wenn ich auch natürlich mich umblicke, ist man oft als Frau, als Produzentin oder die Karrierestufen darüber in Medienunternehmen noch sehr einsam als Frau. Und das ist doch sehr, sehr, sehr männlich dominiert. Und deshalb ist da noch viel Arbeit zu leisten, glaube ich. Ja, müssen wir Ihnen leider zustimmen. Das ist noch, würde ich gern anders sagen, aber Sie haben recht. Kurz und schmerzlos, Sie haben recht. Frau Hein hat noch ein Mikroproblem. Ja. Schade. Aber sie stimmt uns zu. Sie hätte so viel zu sagen, ne? Ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Es geht immer noch nicht. Weil kameratechnisch sind sie wirklich ganz toll, aber irgendwie beim Ton. Das Einzige, was wir tun könnten, Frau Hein, dass Sie sich kurz mal abmelden und nochmal neu einwählen mit dem gleichen Link. Nee, ich höre Sie immer noch nicht. Also bildmäßig sind Sie echt super, aber aus einem mir nicht nachvollziehbaren Grund kommt Ihr Ton bei mir nicht an. Wollen Sie sich mal kurz ein- und ausloggen, um dann vielleicht zu sehen, ob der Ton nochmal geht? Das Mikrofon. Irgendwie erkennt Ihr PC nicht das Mikrofon. Bildtechnik ist wirklich toll. Ich habe auch keine Schwankungen. Das ist ja wie der Netzdoktor. Ja, ich habe keine Schwankungen im Internet oder so. Aber Frau Pfister, wie ist es denn im Radio? Da setzt sich wieder die energische Frau. Die energische Frau setzt sich durch. Ja, wir müssen doch jetzt hier die Moderation. Ja, ich weiß. Wir müssen das mal kurz. Seien Sie so gut, während der Mann mit seinem Spieltrieb am Internet schraubt. Ja, ich weiß. Ja, ich muss ja hier auch alles machen. Sie haben es schön. Ne? Ich kann ja mal positiven Kontrapunkt setzen. Was die gläserne Decke anbelangt, ist es bei uns echt gut. Bei uns landen ziemlich viele Frauen inzwischen in Führungspositionen, eigentlich fast alle, die wollen, wie es ganz oben an der Spitze ist, das kann ich nicht so gut beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, dass das ganz ermutigend ist. Da kommt natürlich gleich auch die VWLerin in mir hoch, die weiß, dass wenn Branchen sterben, dass Frauen durchschnittlich gute Chancen darin haben. Das war so eine Zeit lang mein Verdacht. Wir haben enorm viele weibliche Bewerberinnen auch, die toppen immer die männlichen und wir müssen quasi schon so eine Art Männerquote machen, was darauf hindeutet, dass diese Branche vielleicht nicht als der große Karrieretopf gesehen wird. Einerseits die Gesamtzahl der Bewerberinnen steigt Jahr um Jahr. Es lassen sich viele nicht abschrecken. Was ich allen raten würde, ist genau das, was Sie auch gesagt haben, Frau Gnieling. Viele Praktika, viel Rumschnuppern, viele Connections, viele Kontakte. Und ich würde, und das sehe ich im Moment nicht bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, ich würde auf ein Fachstudium setzen, also nicht Medienwissenschaften,
sondern ich würde Jura, VWL oder was immer einen interessiert, aber wirklich mit einer Fachkenntnis dahin kommen, damit man an Expertise was zu bieten hat, sich einarbeiten kann, aber was zu bieten hat und nicht nur über den Dingen schwebt. Und dann sehe ich da eigentlich eine rosige Zukunft. Denn es werden ja immer mehr Kanäle ausgebaut. Wir podcasten, jede Zeitung podcastet. Mhm. Es gibt einfach viele, viele neue Kanäle für junge Leute. Ich schwanke so ein bisschen. Als Saarlandbotschafterin denke ich auch immer über den saarländischen Akzent im Radio und im Fernsehen nach. Den haben wir alle irgendwie relativ gut weggekriegt. Aber ich finde, das ist auch so ein Punkt. Bei uns wird immer wieder diskutiert, wie viel Dialekt man eigentlich mitbringen darf. Spurenelemente sind erwünscht. Ich glaube, am Dialekt würde ich auch, aber das brauche ich auch, glaube ich, gar keinem zu empfehlen hier. Nee, aber erstens mal welcome back, Frau Hein. Ich sehe, Sie haben Pegel ohne Ende. Das finde ich jetzt... Hören Sie mich? Ja, natürlich. Ja. Oh Gott, ich habe es geschafft. Ja, Entschuldigung, ich weiß nicht, woran es lag. Der Hip-Hip-Hurra-Ausschrei beim Dialekt kam aber sowas von progressiv rüber. Das haben wir denn mitgekriegt. Aber das heißt, aber dass Sie machen da eine spannende Geschichte. Deutschlandfunk und Dialektfunk gar nicht, aber Regionalsender ja oder... Nee, bevor Frau Hein was sagt, nein, bei uns gehen Dialekte auch, aber nur leichte Färbungen, denn natürlich provoziert das auch, das ist doch klar. Und wir sind als deutschlandweiter Sender mit der Zielgruppe, müssen wir relativ neutral sein. Ja, jetzt hängt die Frau Pfister, das Leben ist doch echt ein Teufelskreis. So, Frau Hein, jetzt können Sie, während die Frau Pfister hängt. Jetzt ist sie wieder da, die Frau Pfister. Ja, aber Frau Hein. Jetzt gibt es so viele Themen. Zur gläsernen Decke, weil so, wie man als Schauspieler seinen Weg geht oder gehen kann, hatte ich ja schon erwähnt. Was ich mir total wünsche und bei aller Diversität, die wir ständig diskutieren, die auch wichtig ist, aber was ganz vergessen wird. Hören Sie mich noch? Natürlich hören wir Sie, natürlich. Ja. Entschuldigung. Ist, dass es für Frauen ab 40 keine Rollen mehr gibt. Kaum Rollen. Keine ist vielleicht jetzt, dann schreit eine oder andere auf, aber es gibt kaum Stoff für Frauen ab 40. Und das merke ich mittlerweile. Also es ist, es gibt in unserer Gesellschaft diese Frauen. Ja? Sie haben Geschichten, sie erleben, sie sind unter uns und es gibt kaum Rollen dafür. Also es gibt kaum Geschichten, wo sie auftauchen und das muss diskutiert werden. Und das geht ja nicht nur uns hier so in Hollywood, es ist überall. Es gibt kaum Stoff für ältere Frauen. Und diese ganze Jugendlichkeit, die diskutiert wird, ja, oder dass es für junge Schauspieler, es ist perfekt, es gibt unglaublich viel Stoff, es wird durch die ganzen Streaming-Dienste wird wahnsinnig viel gedreht, aber hauptsächlich wirklich für junge Leute. Und das ist ein ganz großes Problem. James Bond hat immer eine junge Geliebte an seiner Seite, hat eine Frau, einen älteren Mann im deutschen Fernsehen, das sieht man einfach nicht. Und gerade öffentlich-rechtliches muss dafür auch, dafür muss es Entwicklungen geben. Und ich verstehe mittlerweile auch, warum Frauen oder Frau Ferres eine eigene Produktionsfirma hat, weil sie sich diese Stoffe sucht oder schafft, die sie dann auch spielen darf, die auch Potenzial haben. Weil es gibt so wenig gute Rollen für Frauen, die einfach nicht mehr ganz jung sind. Und das wird in dieser Diskussion wirklich, vermisse ich das. Ja, zumal, aber ich hake mal gerade ein, ich finde es deshalb spannend, wenn Sie sagen ab 40, wenn Sie jetzt gesagt hätten ab 50 oder ab 55, weil gerade so im gesellschaftlichen Wandel, dass was passiert und so weiter, ist doch gerade in der heutigen Zeit eigentlich für die Frau ab 40 geht es doch oftmals erst so richtig los, Leben genießen, man ist beruflich schon stabilisiert, man hat schon so verschiedene Dinge. Mich wundert das jetzt eigentlich, weil das Rollenbild, finde ich jetzt mal, hat sich ja da komplett geändert. Und das heutige 40 ist doch das frühere 28 oder 30. Also jetzt in der Realität, im gelebten Leben. Nein, aber nicht für Frauen. Also in der Werbung überall, es wird immer Jugendlichkeit erzählt, es werden junge Menschen gezeigt und gesehen und das hat natürlich auch ganz viel mit diesem Schönheitswahn zu tun. Das ist auch nochmal Zeit vielleicht für eine andere Sendung. Aber weil wir gerade darüber sprechen, was man sich wünscht, dass es eben diese Bücher, diese Geschichten, diesen Stoff für Frauen gibt, ab 40, ab 50,
50, im Oma-Alter, da geht dann, glaube ich, wieder was. Aber dazwischen, das ist wirklich sehr, sehr dürftig. Ich habe vorletztes Jahr eine Episodenhauptrolle gehabt in einem Format, wöchentlichen Vorabendprogramm. Und da sagte eine Hauptdarstellerin, die da durchgehend mit drin ist, sagte, ich wäre die erste Frau seit Jahren, ich habe das wirklich nachgefragt, die eine Hauptrolle, also zwar fast ein Kammerspiel, aber eine Hauptrolle zu spielen hat. Also die wirklich in meinem Alter, Mitte 40, die wirklich im Fokus steht. Und das ist doch erschreckend. Ja, gebe ich Ihnen recht. Weil ich das so nicht... Aber also da gibt es, ja? Da gibt es wirklich... Man muss mit offenen Augen, schauen Sie sich das an, die Filme oder was läuft. Es ist einfach viel zu wenig Frauen, ältere Frauen mit guten Geschichten, die im Fokus stehen, die Action machen. Wo gibt es eine Frau ab 40, die mit der Pistole rumrennen darf, außer vielleicht mal bei der Soko oder beim Tatort? Aber wo gibt es diese Action-Sachen für Frauen? Gibt es nicht. Nee, oder Frau Knieling? Sie sagen da was sehr Wahres. Und gleichzeitig haben Sie eben ja in dem Trailer vom Programm gesehen, dass da einige Damen über 40 besetzt waren, die in der Hauptrolle waren, angefangen von Nina Kunzendorf. Aber es ist natürlich absolut so. Aber auch da guckt man so ein bisschen nach Hollywood. Da freue ich mich über Serien wie Mare of Easttown, in der Kate Winslet einfach auch ungeschminkt in so einer Natürlichkeit dargestellt wird. Einfach nur, ich sag mal, normal. Es ist schon erschreckend, dass man das nochmal extra betonen muss. Absolut. Aber dass diese Stoffe erfolgreich sind, strahlt ja aus. Und natürlich ist der letzte Schritt natürlich der Sender, der genau diese Figuren in Hauptrollen beauftragt letzten Endes. Ich bin aber da, ja, ich sehe das auch so. Ich kann da nur zustimmen. Hoffe aber auf Besserung, klar. Ja, wird es. Und versuche es auch in meinen Projekten zu tun. Also so, ich versuche es auch tatsächlich. Also das sind Punkte, die mir auch wichtig sind und die, aber das gelingt einem natürlich nicht immer, ja. Aber ist doch schön, dass sich das bewegt. Ja, aber es gibt auch, wenn ich so jetzt in andere europäische Länder sehe, gibt es auch eigentlich genug Stoffe, wo jetzt auch, also ich habe schon ein Problem in dieser Alterszuordnung, weil entweder macht mir, gut, ich sage es jetzt halt mal so, ich mag diese Abgrenzung eigentlich nicht, aber es gibt auch so viele Stoffe in Europa, wo auch Frauen ab 40 irgendwo präsent und unterwegs sind. Haben wir da ein deutsches Problem? Nö, das ist kein deutsches Problem. Das ist einfach in der Filmindustrie ein Problem. Also diese Geschichten, es gibt so eine Auflistung, die eine Kollegin gemacht hat, mit Oscar-prämierten Filmen. Der Anteil an Frauenrollen und der Anteil an Männerrollen, das ist schockierend. Und an Sprechzeit im Film, das ist auch erschreckend. Exakt. Das ist noch jüngst gewesen, ja. Also es ist noch gar nicht so, die Filme liegen nicht 30 Jahre zurück, sondern die liegen Jahre zurück. Und da gibt es einfach viel zu tun. Und genau, also ja. Ist ja spannend. Dann freuen wir uns drauf. Ja, natürlich würde ich mich auch drauf freuen. Aber dann mache ich mal noch eine provokante Frage so gegen Ende an die Produzentin, weil sie auch mit Besetzung. Kann es aber auf der anderen Seite denn sein, wenn ich so durchs Öffentlich-Rechtliche zappe, dass die Casting-Geschichten wir mittlerweile so einen Club haben von 15, 20, 24 Schauspieler, die eigentlich alle Rolle kriegen und alle anderen kommen jetzt irgendwie, ich vorkomme fast wie im Radio, das sind die 42 Top-Hits, die spiele ich hoch und runter und damit kriege ich mein 24-Stunden-Programm durch. Wo kommt denn jetzt dieser Snack her, dass ich eigentlich auch nicht sage, es sind unterschiedliche Filme, ich besetze auch mal andere Schauspieler. Eigentlich können wir je nach Charakter schon eine Tombola machen, wer ist es denn heute Abend? Ja? Oder darf der wieder sterben? Oder so, das ist ja hübsch. Also das ist absolut richtig, was Sie sagen. Es ist so, es kommt halt aus so einer
so eine Angst und dann doch irgendeinem Quotendruck, der auch bei öffentlich-rechtlichen Formaten herrscht, weil das, man will ja doch eine tolle Quote erreichen. Man denkt über Popularität von Kolleginnen, das dann manchmal wegzumachen. Man muss, es ist ja oftmals auch ein Package von einem Film, wenn jemand Namhaftes auch eine Hauptrolle spielt. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Beispiele, wo man mutiger besetzt und anders besetzt. Und da haben die Streamer auch viel getan. Zwar im jungen Bereich, weil die Streamer natürlich eine andere Zielgruppe haben und die sagen, im Grunde ist da ja so der Gedanke, alles das Gegenteil von ARD und ZDF im Grunde. Wir wollen ja nicht das machen, sondern wir wollen für eine jüngere Zielgruppe andere Gesichter sehen. Wir wollen Typen sehen, die da noch nicht stattgefunden haben. Das ist eine große Chance für junge Schauspielerinnen. Und dadurch entsteht aber letzten Endes trotzdem immer noch so dieser Hohlraum oder jetzt hier der Moment, was ist mit Frauen ab 40, was ist mit diesen mittelalten Kolleginnen, die vielleicht nicht Iris Berben heißen und jede Rolle angeboten bekommen, die sie sich aussuchen können. Aber es passiert was. Auch da zieht ARD und ZDF mit und auch die Privaten, auch RTL. Ich merke das gerade auch in Besetzungen, dass die ganz anders, und da hat dieser Diversitätsanspruch auch viel bewegt. Das ist natürlich ad absurdum ab einem gewissen Moment auch, wenn man denkt, jetzt muss man zwanghaft irgendwie, aber es ist auch so wichtig, es ist wichtig, dass es passiert und dass es stattfindet, weil erst dann, ähnlich wie mit der Quote, glaube ich, auch ein Kulturwandel entsteht und so eine Selbstverständlichkeit. Ja, das glaube ich auch, weil wenn sich das Bild widerspiegelt von Frauen, die eben einer anderen Altersgruppe angehören, als das, was man gewohnt ist zu sehen und vielleicht auch Frauen sehen darf, die so aussehen, wie sie aussehen und nicht entstellt oder operiert, man gewöhnt sich vielleicht einfach auch daran oder man hat nochmal eine... Man kann sich damit identifizieren und es muss nicht alles wie aus dem Katalog aussehen und perfekt. Ja, ich frag oder das, mal, was wir als perfekt glauben. Ja, aber das ist so ein wunderschöner Satz. Sind wir wirklich der Meinung, dass der Zuschauer wirklich die vierte Botox-Orgie erwartet? Sie ist eigentlich so der geneigte, auch Filmenthusiast, aber der nicht schon lange davon weg. Sind da die Medienmacher nicht einer Entwicklung hinten dran, dass sie meinen, es muss immer Shishi, Glänzschick und Glamour sein und gerade frisch entbunden oder so? Das glaube ich, sind wir doch eigentlich die Zuschauer schon weiter. Oder ist das jetzt eine steile These? Weil ich vor Feeling nicht. Mal sprachlos kriege, da hole ich ja den dritten Keks. Ich überlege. Ich glaube, dass man immer ja aus so einer Quotenangst heraus agiert und meint, der Zuschauer, aber ich sehe es auch so, dass man, glaube ich, viel weiter ist und viel selbstbewusster da auch erzählen könnte. Da hinken wir tatsächlich ein bisschen hinterher. Wenn man, ich beobachte ja auch Fernsehen in Europa oder wie mit welcher Selbstverständlichkeit, die schon vor 10 Jahren mit diversen, anderen Figuren im Fernsehen hantiert haben und die dargestellt haben und die erfolgreich waren. Da hinken wir hinterher. Das ist so. Und Quotendruck. Das ist es, glaube ich, einfach. Ja, aber die Ausrede Quotendruck kam ja mit der Einführung des privaten Fernsehens. Ja, was ich ja eigentlich in vielen Dingen sage, als gebührenfinanziert, aber das ist jetzt ein anderes Fass, das machen wir nicht auf. Also ich habe manchmal so bei den Öffentlich-Rechtlichen so den Eindruck, mit der Totschlagargument der Quote machen viele das auch nicht, weil sie vielleicht auch keinen Bock drauf haben oder sich vielleicht nicht umschauen. Aber das ist eine andere Diskussion, das kriegen wir heute gar nicht mehr gebacken, aber ich bin schon bei Ihnen. Das heißt, Sie spüren auch den Quotendruck, das heißt, dass Sie dann sagen, meine liebe Frau Knieling, ich will hier 1,8 Millionen Zuschauer, sonst bei 1,7 Millionen ist er draußen. Also, Frau Hein ist ja auch erfolgsverwöhnt, die Sokos haben um die 4 Millionen.
Zuschauer. Nee, es ist doch, es ist ja auch irgendwo ein Wirtschaftsprodukt. Ist der Film erfolgreich, hat der 5-6 Millionen Zuschauer, ist es wahrscheinlich, dass der Sender auch sagt, ja, da wollen wir auch mal eine Fortsetzung mit vornherein. Und dann macht man eine tolle Geschichte. Aber allein die Besetzung macht es auch nicht. Wenn man ein schlechtes Buch hat, wenn der Film nicht funktioniert in sich, im Schnitt, wie gesagt, in allen Gewerken. Das kann auch manchmal eine Maske sein, die einfach eine Altersmaske, die unnatürlich ist, wo man als Zuschauer eine wahnsinnige Distanz hat. Das ist ja so irre, was beim Film da alles so zusammenkommt und dann funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wir hatten beim Totenwald, dem Eventprojekt, eben auch eine so große Angst, dass das uns nicht gelingt, eine Altersmaske, also eine Alterung von der Schauspieler, von Matthias Brandt, von 30 Jahren zu erzählen. Und es gibt viele Beispiele, auch im deutschen Fernsehen, wo es nicht so geglückt ist. Ich würde sagen, bei uns ist es ganz gut geglückt, aber das war auch so eine Sache, da kommt so viel zusammen und da ist, ob das jetzt Iris Berben, oh Gott, jetzt haben wir sie genannt, aber oder wer auch immer spielt, das ist jetzt auch kein Freifahrtschein. Und ich glaube, aber halt, es gibt eine gewisse Sicherheit in diesem unsicheren Unterfangen, weil man hat ein Team von 60 Leuten, das zusammenkommt. Selten bei einer Serie habe ich ja wiederkehrende Momente. Ob das dann alles so mit Produzentin, mit dem Drehbuchautor, dann auch so mit vielen, vielen Sichtweisen eines Filmes so zusammengeht. Ich glaube, und da sucht man nach, man sucht danach, den namhaften Regisseur zu besetzen, die namhafte Schauspielerin, die namhafte Produzentin, die den letzten Erfolg hatte beim Deutschen Fernsehpreis, gibt einem Redakteur auch eine gewisse Sicherheit. Und das ist, glaube ich, so wie in jeder Branche. Okay, da wünsche ich mir, dass die 24er Besetzungsliste mal auf 78 erhöht wird, bei der Vielzahl der Formate, die es da gibt. Jetzt habe ich mich gerade schon. Jetzt habe ich mich gerade. Irgendjemand. Oder höre ich mich nur? Ich habe nichts gemacht. Nee, Sie haben nichts gemacht, aber der Herr Harz hat bestimmt seinen Lautsprecher, oder? Mikrofon an, weil ich wollte dann jetzt doch noch den Schwenker machen, weil wir haben jetzt viele Probleme gehört und die Frau Pfister sitzt ja gerade so entspannt, sagt, ich kann mir jetzt eigentlich schon einen Bourbon holen oder einen Dujardin, weil das gibt es bei uns im Radio gar nicht. Es gibt aber jetzt keinen Bourbon und keinen Dujardin, Frau Pfister. Jetzt müssen wir noch ein bisschen clean bleiben. Ich weiß nicht, wie ich mir den Ruf jetzt erworben habe. Das ist spannend. Ja, ich mach da nichts. Ich dachte auch. Wie sehen Sie das fürs Radio? Sind das alles Probleme? Äußert sich das bei Ihnen anders? Ja, also dieses konkrete Problem äußert sich bei uns natürlich anders, denn bei uns wird Erfahrung und zunehmendes Alter extrem hochgeschätzt. Ich kann mich wirklich noch erinnern, also das Problem, ich finde es wirklich interessant, weil ich es beim Film auch beobachte. Bei uns ist man quasi, wird man unter 35 nicht ernst genommen. Dann hat man quasi im Fernsehen und im Kino schon langsam sein Verfallsdatum erreicht, während man bei uns dann immer noch als blutjung gilt. Also ich jetzt auch mit Mitte 40, jetzt langsam die Seniorität besitze, um quasi da überhaupt auf dem Schachfeld zu stehen. Und das spiegeln auch die Hörer wieder. Das ist bei uns, das ist wirklich kein Jugendkult, sondern ein Erfahrungskult. Insofern, ich blicke mit Empathie und mit sehr viel Verständnis darauf, was Sie, Frau Hein, und Sie, Frau Knieling, da gesagt haben. Wir sind da exotisch. Andererseits muss ich eben auch sagen, die Produkte, die innovativen Produkte, die bei uns um die Ecke kommen, die so Richtung Podcasts gehen, die leben natürlich von jungen Stimmen, die anders aufschlagen, die frischer reden, die unverblümter reden. Insofern kann ich das schon alles gut nachvollziehen. Ich glaube, der Jugend war nur eins ergänzen, war jetzt vor allem auf die Schauspielerinnen bezogen, weil ich glaube, die Kollegen, absolut, die männlichen absolut. Kollegen, da ist das natürlich total anders und auch in den Gewerken. Im Gegenteil. Natürlich ist eine 20-jährige Regisseurin, hat am Set, weiß ich nicht, auch vielleicht das ein oder andere Problem, was sie später nicht hätte mit 40. So, und ich glaube, da sind wir ganz ähnlich unterwegs. Ja, verstehe ich. Okay, aber ja, das gibt mir ja Hoffnung, wenn die Frau Hein sagt, so alte Säcke wie ich haben noch eine Chance dann am Set. Das lässt mich ja dann noch
wirklich hoffen. Und ich werde mal mit meinen zwei Pflegern... Sie müssen nur mit offenen Augen gucken. Dann ist das, ja, ich geb Ihnen, das doch bestätigt. Ja, ich gebe Ihnen recht. Da gibt es viele Verknitterte, die jetzt auch schon seit 120 Jahren besetzt. Obwohl, die, solange die Stelle von Johannes Heesters noch frei ist, habe ich Hoffnung. Ja, da möchte ich dann irgendwann mal hin. Aber das ist nicht ein Problem. Wir versuchen mal alle drüber nachzudenken, ob es wirklich so zielführend ist. Ich weiß auch nicht, was man sich denkt, wenn man dann die Rollen für 80-jährige Männer oder so jetzt schreibt, was da... Ach, das ist jetzt ja extrem, ne? Also um es vielleicht dann doch auch mal abzuschließen, aber es, ja, ist, 80 Jahre ist ja dann auch jetzt wirklich übertrieben, aber ja, ich weiß, es gibt schon diese Spanne Mitte 40, Frau Kunzendorf sieht auch sehr jung aus, also die Anfang 40, aber sie wirkt deutlich jünger, sagen wir von Mitte 40 bis Mitte 50, ja, es ist einfach schwierig und Männer haben da die besten Jahre, würde ich fast so sagen. Hm. Vielleicht nicht auf den Streamingdiensten, aber durchaus sonst schon. Aber so ist es ja auch beim Theater. Also es gibt einfach die Theater, die Männerrollen sind einfach viel breiter aufgestellt als die Frauenrollen. Und da muss ich einfach was tun. Ja, ist das auch bei neuen Theaterstücken, die so, ich sag jetzt mal, bei so gewisser Spielliteratur aus gewissen Zeiten bin ich ja bei Ihnen, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt ein tradiertes Stück halt irgendwo spiele, dann ist das aus seiner Zeit, wie es ist. Haben wir denn so wenig am Theater Autoren, die in dieser alten Tradition da fortfahren? Ich finde, es kommt auf das Stück natürlich an oder auch auf den Autor kommt es an. Was ich bei den Drehbüchern gemerkt habe, ich habe fast 300 Folgen gedreht bei der Soko und was ich gemerkt habe, es gab fast nur Autoren, also nur Männer, die geschrieben haben. Und da war das Bild schon oft sehr schwierig. Also in einer Zeit, wo ich eben auch angefangen habe, die ein ganz merkwürdiges Frauenbild haben und ein sehr devotes Frauenbild hatten und da die Redaktion gut aufgepasst hat und auch Produzent, dass das versucht wird, dagegen zu gehen. Merkt man schon, finde ich, wer ein Buch schreibt. Also Frauen wiederum, also als dann eben Johanna und Katharina da waren, die hatten, also das ist mir, als ich war ja lange Zeit die einzige Frau im Team, ist mir wahnsinnig aufgefallen, wie anders die mit Frauenfiguren umgegangen sind. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, Frau Knieling, aber ich finde es großartig, dass es auch immer mehr Autorinnen gibt. Gab es ja auch in der Minderzahl viele Jahre und die eben auch mit den Frauenfiguren ganz anders umgehen. Das sagt wirklich meine Erfahrung. Souveräner, cooler, nicht die Angst hat und zurückbleibt, als Letzte in die Tür reingeht oder in den Raum betritt, die Tür aufmacht, sondern wirklich auch selbstbewusst ist und ja, ein anderes Frauenbild erzählt, als das es 2006 war, als ich angefangen habe zu drehen bei der Soko. Ist das ich mache mal kurz den Sprung ins Theater, ist das Boulevardtheater, wo ja oftmals auch, sag ich mal, etwas neuere Literatur oder Stücke kommen, ist das da auch so? Oder ist man, Unterhaltung ist ja ein sehr schwieriges Geschäft, ist das da auch so? Greift man da auch gerne auf tradierte Erzählgeschichten zurück? Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe nicht so viel Erfahrung. Also lange her, dass ich gespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass es sehr ausgewogen war. Jetzt spiele ich ja gerade ein Stück, wo ich ehrlich gesagt auch merke, dass es ein Autor geschrieben hat, weil die Frauen sehr zurückstehen. Die beiden, es sind zwei Männer, zwei Frauen. Und ich habe da keinen Wahn, aber schon eine Sensibilität entwickelt und glaube auch, dass die nicht ganz, also fantasiert oder so subjektiv ist, wie man es vielleicht denkt, wenn man mir jetzt zuhört. Hm. Okay, das sind viele spannende Aspekte. Ich glaube, wir sind jetzt heute, haben wir ein paar Dinge so angerissen, wo wir irgendwann vielleicht nochmal weiter vertiefen sollten. Vielleicht kriegen wir auch jetzt noch viele motivierte Saarländer und Saarländerinnen, die sagen, will ich auch. Wir haben ja vorhin gesagt, man darf auch mal einen Dialekt irgendwo in Streifen hineinbringen. Und
Aber es bleibt sehr spannend und ich glaube, Sie haben auch viele spannende Dinge erzählt, die einem dann wirklich nachdenklich werden lassen, was da passiert oder in dem Mainstream, wo wir drin schwimmen, ab wann wird es nochmal spannend, den aufzubrechen oder vielleicht sogar, ich kann das Wort Quote ja nicht mehr hören, aber wann trauen wir uns denn mal vielleicht antizyklisch denn mal ranzugehen und auch zu sagen, wir probieren mal ein paar neue Sachen oder so, das wird spannend. Jetzt hoffe ich doch, dass Sie alle dann nächstes Jahr schreiben, es hat sich was getan und wir dann das nochmal besprechen können. Aber jetzt bin ich, glaube ich, zu optimistisch. Und jetzt hat das irgendwie, ja, ist schon schade. Aber Hauptsache, das Radio hält uns aufrecht. Die festen Freien im Radio freuen sich. Das finde ich überhaupt bei öffentlich-rechtlichen Rundfunk so eine schöne Berufsbezeichnung. Ich bin ein fester Freier. Ja, das ist ganz hübsch. Abschlussstatement von jedem würde mich jetzt noch freuen. Wer möchte denn jetzt noch irgendwie zusammenfassen, Wünsche äußern oder vielleicht noch ganz spannend erzählen, uns alle darauf hinweisen, was wir demnächst unbedingt hören sollen, was nach den Maschinenbauern zum Beispiel kommt. Sie machen ja irgendwas mit Tesla, habe ich vorhin gerade richtig aufgeschnappt, glaube ich, oder? Ja. Ich tease mal kurz auf unser Programm. Ich glaube, das ist super, oder? Morgen früh 7.35 Uhr Wirtschaftsgespräch, 8.38 Uhr Kulturgespräch. Hier, das haben wir doch 7.35 Uhr, ja, ich sitze ja schon ab 6 Uhr vorm Radio und warte, bis es losgeht. Schön, ja. Keine Ausrede. Nee, 7.35 Uhr, um Gottes Willen, da bin ich ja schon in der ersten Morgenlagebesprechung. Das ist ja normales, aber das hören wir. Und das war jetzt Ihre Abschlussmatches, Frau Pfistert, auf das Programm des Deutschlandfunks morgen früh. Was sind denn die Projekte, auf die Sie sich freuen in 2022? Jetzt will ich es wissen. Jenseits des Radios, auf egal, den nächsten was Sie Urlaub jetzt einfach im Ausland. Ach toll. Das ist mir jetzt zu auf einfach. Auf dem Rotwein in Düscher da? Nein, ist klar. Ich freue mich tatsächlich darauf, dass wir ein neues digitales Format entwickeln. Wir haben so schön crossmedial geredet. Wir werden was Neues Digitales entwickeln. Ich freue mich darauf. Okay. Mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen, aber das wird toll. Ja. Okay, Überraschungskiste. Jetzt haben wir uns alle neugierig gemacht. Da bin ich auf. Übrigens, nur damit Sie es wissen, mit Düscherdin, das kennt heute kein Mensch mehr, die alte Düscherdin-Werbung. Darauf ein Düscherdin. Deshalb bin ich immer so geschockt, wenn ich Düscherdin sage und jeder sagt, was ist denn das? Ja, das kennt also heute auch keiner mehr. Und Sie wollen uns nicht erzählen, was dieses neue, tolle, dufte Digitalprojekt ist, nicht? Sie im Geschäftsredakteurin, dann kriege ich Ärger mit der. Also, im Deutschlandfunk oder Deutsche Welle, wo kommt es denn? Nee, ich bin ja jetzt fest angestellt beim Deutschlandfunk. Ich darf jetzt gar nicht mehr fremd gehen, auch nicht mehr zu anderen Medien. Also fest angestellt Deutschlandfunk. Toll. Dann sage ich halt einfach, beim Deutschlandfunk sind Sie richtig. Wo wollen Sie denn hin? Ja, das ist dann okay, dann lassen wir das ja. Lass uns überraschen. Ich gehe davon aus, Sie werden uns informieren, Frau Pfister, was denn das Tolles ist. Und dann freuen wir uns jetzt auf zum Abschluss, Frau Knieling. Was wird denn ihr? Vielen Dank für die wirklich sehr, sehr spannende Runde. Auch finde ich sehr spannend, Frau Pfister, Frau Hein, dass wir uns mal kennenlernen. Das Saarland hat doch wirklich spannende Medienschaffende, weshalb ich auch das Projekt Saarland-Botschafter Ihnen auch sehr gut finde. Ich glaube, wir müssen einen Wirtschaftskrimi zusammen machen. Frau Pfister liefert den authentischen Stoff. Die Besetzung haben wir auch schon und wir produzieren das und gucken mal, für wen wir das dann machen und wirklich super mit Idee. Reinen Saarländern besetzt. Das bin, und auf Saarländisch. Das ist und dann noch auf Saarländisch. Ja. Gut. Ja. Gut, dann wenn es dann heißt, gehen Sie mal den Labsammler da verhaftet, gell? Das wäre dann so die Wirtschaftskrise.
Nee, aber das ist doch, wäre spannend. Bei Wirtschaft passiert ja einiges, oder? Jetzt sage ich mal, in den ganzen Innovationen, das ist toll. Und das wäre jetzt aber, was haben Sie denn, außer dass Sie das jetzt, dass wir Sie natürlich alle beim Wort nehmen und dann Ende des Jahres nochmal fragen, was mit dem saarländischen Wirtschaftskrimi ist. Haben Sie sonst irgendwas? Ja. Was? Ui, ja. Ansonsten zu bewerben noch. Also wir sind jetzt 18. Nee, wo Sie jetzt sagen, dass die Soko Stuttgart, ja, die kann man auch in der Mediathek nachschauen. Spannende Figuren, die auch spannende Frauenfiguren, kann ich nur empfehlen. Ansonsten bin ich schon in neuen Projekten. Totenwald war mein letztes Projekt, das ist glaube ich nicht mehr in der ARD-Mediathek zu sehen, aber ansonsten gibt es ein Projekt, was ähnlich zu dem Trailer ist, den wir heute gesehen haben, was wir im Sommer drehen in Hamburg. Mehr darf ich dazu noch nicht sagen. Meine produzentische Arbeit ist jetzt, Bücher zu entwickeln und in die Drehvorbereitung zu gehen und kann aber tatsächlich noch nichts sagen, außer dass die Soko weitergeht. Der Rest passiert so und genau. Okay, dann nennen wir die letzte Super. Runde unseres Talkes die Sendereihe Die Geheimniskrämer. Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Und da können wir das ja auch als Quiz machen, nämlich die Frage, was machen Sie denn jetzt? Gut, dann wären wir jetzt bei der Frau Hein. Jetzt wird es spannend. Jetzt sagen Sie, Sie dürfen nicht drüber reden, oder? Über alles, ja, über ungeleckte Eier redet man ja nie, aber was ganz sicher ist, dass ich ab dem 9. März hier zum ersten Mal in München Theater spiele, in der Komödie im Bayerischen Hof. Wir waren mit dem Stück auf Tournee und Die Liebe Geld von Daniel Glattauer, so heißt das Stück, und ja, lade Sie herzlich ein, dass Sie mal vorbeikommen, zumindest Frau Knieling. Als Münchnerin hat es nicht so weit, sehr aber gerne. Wenn Sie hier sind, würde ich mich sehr freuen, auch Frau Pfister, Herr Bogler, Herr Harz, herzlich willkommen. Und wir spielen fast jeden Tag, außer ein paar Montagen. Und ich fand es toll, dass eine Runde mit drei Frauen und zwei Männern, wir das heute machen durften, uns kennenlernen durften. Und freue mich aber auch sehr, wenn wir das vielleicht persönlich irgendwann machen können. Im Saarland oder wo auch immer. Ja, das sehe ich auch. Man kann es ja dann streamen, wenn wir alle irgendwo auf netten Couchen oder wie das heißt, dann da sitzen und da ein bisschen rumschwätzen. Das sehe ich auch so. Dann, Herr Harz, möchten Sie noch jetzt so zum Abschluss noch? Zum Abschluss noch. Sehen Sie, das ist ja, Ihr Lautsprecher. Gut, ich habe jetzt nochmal auf laut geschaltet. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja. Bevor ich dann den Abgesang mache. Erstmal herzlichen Dank nochmal an unsere drei Saarland-Botschafterinnen. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist ja ganz wichtig für unsere Stiftung und auch für das Netzwerk. Die Idee ist ja, dass wir alle für das Saarland was tun, dass wir uns da einbringen. Ich hoffe auch, dass der eine oder andere jetzt im Social-Media-Bereich uns mal eine Frage stellt und die wir als Plattform dann gerne weitergeben an die Saarland-Botschafterinnen, um dann vielleicht erst ein oder andere Talent, das uns zugesehen hat, zu unterstützen. Unsere Aufgabe als Stiftung ist es dann, das gerne entsprechend auszusortieren bzw. entsprechend weiterzugeben, um so auch den Talenten eine Chance zu geben. Also wir sprechen oder ich spreche hier auch immer pro Netzwerk. Das heißt, das, was die Damen alle eigentlich auch bestätigt haben, man braucht ein eigenes Netzwerk, man muss auch fachlich gut sein, wenn beides zusammenkommt. Und dann denke ich, hat man wirklich gute Chancen. Also, ja, toi, toi, toi. Und nochmal vielen Dank für alle, dass Sie hier waren und sich die Zeit genommen haben. Herr Bogler, bitte. Dankeschön, danke. Auch im Namen meiner Eltern. Dann darf ich doch auch dann Richtung Abschluss mal sagen, es ist unheimlich toll und ich möchte noch eins draufhängen, weil es ist nicht nur so, dass man Menschen aussucht, weil sie interessante Berufe haben, weil sie einen wahnsinnig tollen klingenden Namen haben. Wir haben das wunderbare Erlebnis heute gehabt, dass wir nicht nur Menschen mit interessanten Berufen haben, sondern interessante Menschen dahinter, die sehr empathisch, sehr freundlich, sehr offen auch mit uns geredet haben und sich damit einbringen. Und das finde ich toll, weil was nützt jeder tolle Job, was nützt jeder tolle Titel, wenn der Mensch dahinter nicht stimmt? Und wir hatten mit Ihnen dreien, haben wir mit den Saarland mal einen Glückstreffer gehabt. Das ist doch mal zur Abwechslung ganz nett. Deshalb
freut es mich denn nochmal ungemein, dass wir das jetzt gemacht haben. Und Sie haben heute viele Menschen nicht nur im Job dazu gewonnen, sondern ich glaube viele Herzen und Sympathien, denn für jeden, der das gesehen hat, uns in Zukunft sieht, dann nochmals erobert. Und Sie wissen, wenn man im Saarland was gut macht, muss man es wieder machen. Also lassen wir uns dann einmal überraschen, wann das der Fall sein wird. Und ich darf uns dann verabschieden, so wie wir begonnen haben, noch einmal diesen wunderschönen Trailer, den ich aus alten Dias selber zusammengebaut habe, den schauen wir uns dann jetzt nochmals an. Und ich würde mich freuen, so voll analog zu sagen, wenn die Protagonisten noch kurz zum Abschluss in der Leitung bleiben. Ist das nicht herrlich zu sagen? Bleiben Sie doch kurz in der Leitung. Von allen anderen darf ich mich verabschieden. Einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bleiben Sie uns erhalten, bleiben Sie uns gewogen und man streamt sich. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.